Herzlich willkommen zur Folge 14 Voptorio mit Opa Zott und Illyria. Oh. Hallo und willkommen. So, oh, ich habe vergessen, die Wasserpumpe abzubauen. Ach, ist doch egal. Ist nur egal ist es nicht. War nur eine Wasserpumpe und ich habe noch eine in der Tasche. Oh, der Left Harvester ist ja. Und wir haben zum Glück Wasser in Reserve. Da hatte ich mich drum gekümmert. Okay, Eisen kriegen wir schon mal wieder. Ja. Haben wir Kupfer? Schaue schon. Oh oh. Ich kann keine Wasserrohre bauen. Verdammt! Ich war so sehr beschäftigt mit dem Verteidigen, dass ich an die Rohre und der Leitung nicht gedacht habe. Ihr habt einen Förderer, keinen Saft. Setz dich mal auf den Mast hin. Ja, alles gut. Erstmal. Opa, wenn du ein kleines bisschen Eisen erübrigen kannst, dass ich... Opa. Wir müssen jetzt erstmal warten, bis es wieder einmal... ach, hier ist auch Kupfer. Ich meine nur, weil ich keine Rohre bauen kann für die Wasserversorgung. Ja, wir haben absolut kein Eisen. Ja, nicht gut. Dann brauchen wir vielleicht langsam die Forschung im Keller für Wasser. Max, hast du vielleicht wenigstens nur ein paar Eisenplättchen übrig? Ja. Ja, guck doch mal in deine Kiste rein, da ist doch alles voll, oder nicht? Du hast doch gesagt, der wäre nichts. Ich habe nichts. Deine Kiste. Ah, ja, ich hab's, ich sehe sie gerade, ja, ich sehe sie. Gut. So, jetzt kann ich auch Wasser anschließen. Warte, ja, ich hab dir gerade schon ein paar Rohre im Bau. Bei Maximilian haben wir gerade mal 2700 Eisenplatten haben wir das. Und das ist dann halt der letzte Rest. Wo bist du gerade, Max? Dann komme ich zu dir und hole mir die Rohre ab. Ne, ich setze schon. Ich bin schon am Bauen. Okay. 300. Nee, Max, hier ist der Anschluss. Illyria, denk bitte dran, dass du schnellstmöglich Kohle anschließt. Ja, stimmt. Ich weiß nicht, wie lange wir hier bleiben können. Stimmt, Kohle. Kohle ist direkt südlich unter einem Eisenfeld, sehr gut. Ah, wir brauchen dringend Tore, wenn das mal langsam gehen würde. Ja, ist glaube ich die nächste Forschung dann. Sehr gut. Weil ich mag keine Löcher in der Base, aber wir müssen sie reinhauen, damit wir überhaupt, durch können. Ah. Wie mache ich das jetzt? Machen wir so. Oh, Output. Alter, wieso hat der da Holz reingeschmissen, der doofe Sack? Maximilian, du hast aber nichts auf die Schaffinefläche gestellt, ne? Nö. Gut, weil wenn die Forschung durch ist, hast du den Beacon dann bei dir drin. Die schaffierte Fläche ist frei. Also, ja, dann du meinst da sollst du aber auch runtergehen. Richtig? Geh da mal ein bisschen weiter weg, sonst bist du tot. Weit genug? Bitte. So, siehst du auch die Reichweite, was der Beacon hat? Habe ich alles dran? Ja, eigentlich schon. Alle Fabriken mit dran, die ich bis jetzt ersetzt habe. Gut, dann würde ich sagen, was hättest du gerne? Geschwindigkeit, Produktivität? Eine Mischung von beiden? Es passt nur einer rein. Ich wäre für Effektivität. Nee, dann holt aus wenigen mehr. Nee, Produktivität holt aus wenigen mehr. Ja, das meine ich. Effektivität, ja, Strom, habe ich verwechselt. Ja, dann würde ich Produktivität nehmen, Opa. Produktivität, muss aber bedenken, ist dann halt eine Herstellgeschwindigkeit von minus 15%. Ja. Das würde ich erst reinmachen, wenn wir zumindest ein Geschwindigkeitsmodul drin haben. Ja gut, dann würde ich sagen Geschwindigkeit. Dann, dann nehmen wir erstmal Geschwindigkeit und dann, sobald wir die Geschwindigkeit selber machen können, dann... Warte mal, habe ich nicht gerade ein Level abgekriegt? Okay, die Eisenkiste füllt sich wieder. Dafür ist bei Illyria die Eisenkiste komplett leer gelaufen.
Oh, wir haben zu wenig Eisen. Ja, ich habe ein Level Up. Gehe ich mal auf. Ist Kohle schon angeschlossen? Kohle ist angeschlossen. Crafting Speed. Gibt sofort Nachschub wieder. Bin ich auch schwer hoffen. Oh, ich habe jede Menge Kohle. Ups. Aber ich nehme mir nochmal die Dreistigkeit raus, mal ein bisschen auf Produktivität, zumindest bei den Erzfüttern zu gehen. Die Munitionsproduktion stimmt ja, die wollte ich ja mal aufbauen, dass sie schneller ist. Nicht mehr produziert, aber schneller ist. Und das mache ich jetzt auch. Ich habe ein paar schnelle Greifarme, das ist nicht das Problem. Die Kraftwerke sind noch nicht mal auf Hälfte, das ist sehr gut. Dann solltest du gleich noch mal reingucken, weil ich baue gerade mal ein paar Erzfütter ein. Ja, mach ruhig. Stellt aktuell kein Problem dar. Weil wir brauchen halt leider ein bisschen mehr Eisenerz. Kein Stahl mehr? Nein, kein Stahl mehr. Wir haben kein Eisenerz mehr. Verdammt! So. Oh, stimmt ja. Ich habe ja durch die Loot-Chest jede Menge schnelle Fließbänder. Sehr gut. Wie habe ich das jetzt gemacht? Oder wie habe ich das jetzt vor? Versuche ich das mal so, ob das effektiv funktioniert, was ich mir denke. Mal. Mitte reingreifen lassen, hätte ich das nicht abreißen brauchen. Versuchen wir es mal. Oh shit. Okay, uns gehen die Steine aus. Nicht gut. Ja, wir brauchen definitiv Steine. Dabei hatte ich Steine mitgebracht. Die sind schon alle leer? Ja, alle weg. Verdammt. So, Tore ist durch. Taus. Ein Level Up. Nochmal eine Stahlkiste. Tragen die Begrenzung. So. Hat noch irgendwer ein Lagerhaus? Ja, Erdgeschoss steht noch ein leeres Lager aus, was ich euch mal vor, keine Ahnung, 4, 5 Folgen angeboten hatte. Ja, das hätte ich ganz gerne mal. So, ist den hier. Wieso war ich falsch rumgedreht? Aber wir haben gar nicht aufgepasst. Naja, egal. Passt schon so. Ja, so muss es laufen. Produziert, meine lieben Maschinchen, produziert.
Also Munitionsmangel ist passé. Gut, Strom sieht gut aus. Wasserversorgung ist auch in Ordnung. Aber ich möchte auf jeden Fall noch, ich möchte die Rohre voller haben. Du musst noch eine zweite Maschine ransetzen. Du meinst eine extra Wasserleitung oder wie? Ja, noch eine zweite Wasserleitung. Die aktuelle Leitung, die ich hier benutze, diese Wasserleitung, da drüber das Rohr. Brauchen wir das oder kann ich das anschließen? Nö. Rohre brauchst du. Später momentan. Die Ölverarbeitung. Was ist denn hier für ein Kauderwelsch? Hier ist ja doppelt angeschlossen. Ja, keine Ahnung, was du hier gemacht hast. Das war der Vergangenheits-Illyria. Nicht der Gegenwart. Ja. Scheint ein ziemliches Arschloch gewesen zu sein. Nö, der scheint noch in den Anfängen gewesen zu sein. Der Nachteil dessen ist, dass ich dann auf allen, dass ich jetzt dann auf den beiden Treppenhäusern Wasserrohre anschließen muss. Aber das funktioniert nicht. Das verbindet sich definitiv so oder so miteinander. Nö. Doch. Ja, doch. Du musst halt einen Luft lassen. Ja, aber das geht aber platztechnisch nicht. Nicht bei mir zumindest, ja. Zum Beispiel, genau, genau. Ja. Das geht leider nicht. Ich mach mal ein Radar in Erdgeschoss, zumindest eins. Das Lagerhaus, Opa, was du haben wolltest, steht hier immer noch. Ja, ja, alles gut. Ich bring's dir. Baust du mal... Nee, hat sich erledigt, ich brauch's nicht. Bleib mal stehen, ich will was geben. Ja. Ach, ja. Dammit, dammit. Jetzt hast du das Lagerhaus. Oh, irgendwie ist meine Tasche voll, so viel Kohle habe ich. Schön! Ich könnte noch eine. Ne, die Fließbänder sind alle belegt, sonst würde ich irgendwie die Kohle am liebsten runter teleportieren, aber das geht ja leider nicht. Oder ich bringe vielleicht noch ein weiteres. Lagerhaus, oben Erdgeschoss, lass per Fließband die Kohle da reinbringen. Wäre vielleicht eine ideale Idee. Dann baue ich mir noch ein Lagerhaus. Dafür brauche ich erstmal Stahl und das habe ich nicht. Die haben mich vergessen, eine Verteidigung aufzubauen. Wie kommt das denn? Habt ihr gesehen, dass wir jetzt die Türme, also die Außenposten haben jetzt hier? Ja. Die kleinen, das heißt, du kannst jetzt hier halt auch in den kleinen Außenposten Kohle zum Beispiel reinbringen. Ja, ich kenne die Dinger, wie bei geil! Maximilian hat noch nicht mal sein Dings hier gemerkt. Sein Floor. Oh! Warte mal, hier könnte ich es vielleicht durch den... Ja, verdammt. Hättest du jetzt den nördlichen Außenposten genommen, hätte ich vielleicht noch von oben Wasser holen können für den zweiten Anschluss. Kommt doch jetzt. Ja, schau mal oben in die Forschung. Kommt doch jetzt. Northeast. Kommt jetzt. Ja, ich sehe es. Ja, aber eigentlich bräuchten wir eine andere Forschung als nächstes. Wenn sie Mini da oder gebrauchen, aber die haben wir nicht. Wir brauchen eigentlich den hier. Dass wir mehr Fließbänder runterkriegen, dass du die Kohle über den Harvester runterholen kannst. Und der kostet halt mal richtig. Verbrennt da das Holz. Ach, soll das verbrennen, ist mir auch wurscht. Hier ist auch Kohle.
Ach, hier sind auch Kohlekisten. Soll ich meine Kohlekisten, die hier stehen, Opa, auf deiner Ebene, soll ich die auch gelegentlich mit Kohle füllen oder soll ich mich nur auf das Lagerhaus im Untergeschoss konzentrieren? Also ich brauche halt hier zumindest eine Kiste, eine volle Kiste mit Kohle. Gut, kriegst du. Kümmere ich mich drum. I have a problem. Was denn? Kannst walten. Ein rotes Fließband reicht nicht mehr aus mit Eisen. Ich habe auch rote Fließbänder. Nein, ein Volumen. Du musst mir mal einen der unteren noch mit anschließen. Was? Ach nee, das kommt nur von oben. Brauch irgendwie noch ein weiteres Eisenband. Ja, wird gerade geforscht. Dann kannst du ein zweites kriegen. Okay. Und überhaupt Eisen? Ja, wir haben nichts mehr. Frage, wer von euch hat hier eigentlich ein bisschen geträumt, weil hier einige Förderer keinen Strom haben? Ja, dann haben die wahrscheinlich beim letzten Planeten von außerhalb der Plattform Strom bekommen und Opa hat sie nicht wieder aufgebaut. Opa hat hier aufgebaut, aber er hat die Dinger vergessen anzuschließen. Ja, den Strom hat. Achtung, Angriff, hab grad eine Meldung gekriegt. Ja, ich hab's auch schon gesehen. Gucken, was ist schneller? Ich glaube Opas Ebene hier ist schneller. Ja, links hier vorne, neben der Kohle. Ja, bin ich gerade reingegangen. Für den Harvester. Opa, ich fülle jetzt zwei Kisten mit Kohle. Der Rest geht ins Erdgeschoss. Ich muss doch hier runter, genau. Keine. Okay. Okay. Nee, nicht. Das ist nicht schöne Lyria. Nein, hier bei mir. Ich meine, meine Eisenkiste ist wieder voll. Sehr gut gefüllt. Ja, schön. Meine ist leer. Ja, ich muss es halt aufteilen. Ja, ich produziere mir gerade im Keller selber ein kleines bisschen Stahl. Also, wenn da jemand dran vorbeikommen sollte und er findet Stahl drin, da war sich da was rausnehmen. Aber im Moment bediene ich mich davon, weil ich Stahl brauche. Alter, Opa, du brauchst bei der Lyra nichts reinpacken. Der hat 3200 Stahl hier in der Kiste und hat keinen Verbrauch mehr. 3700 Stahl? Du meinst ja, Eisenplatten? Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt unterstellst du auch noch, ich hätte hier Stahl gebunkert. Ja, tust du doch, du produzierst es dir doch. Ich hab da nur so ein paar hier, mehr hab ich doch gar nicht, du Vogel. Ja, aber mit der Zeit? Ja, ich mach das so nebenher so ein bisschen, weil ich brauche ja auch Strommasten. Ja. Guck dir die Munitionsproduktion an, dann kannst du sehen, was hier mein Milieu ist. Ja. Zwar weiterhin begrenzt auf 4000 Munition, aber wir haben, was Produktion angeht, keine Schwierigkeiten. Ja. Ziegelsteine. Hier muss man wieder ein bisschen was rein. Nice. Ja, ich packe jetzt schon nur noch in die Kiste rein. Ich hab doch hier Mauern. Nicht. Nee, falsch, das oh, Tore, wir haben Tore, wir haben Tore, Tore, Tore. Außer in der Kiste ist, ja, ziemlich schnell immer leer. Ja. Und das reicht eigentlich noch nicht mal, Opa. Ich würde sagen, nach der Dual-Loader-Sache musst du mal deinen Floor erweitern. Können wir das? Wenn du mir Militärflaschen gibst, ja. Willst du Militärflaschen? Ja. Dann sag ich zu Lyra, ich will panzerbrechende Munition. Soll ich welche von Hand craften? Dann sag ich dir aber gleich, dann kriegst du kein Eisen mehr oben. Ja, das ist richtig. Ich habe schon fast gedacht. Nein, die für die Forschung baue ich separat und mache dann einen kleinen Überschuss mit rein. Meiner Floor haben wir da, kriegen wir da noch demnächst ein? Was? Ja, halt, was wir jetzt bei Eisen und Tupfer haben, Sedina. Nein, das bleiben zwei. Das bleibt bei zwei. Richtig, die werden halt noch größer. Falsch. Das heißt, Stein müssen wir immer manuell machen. Ja, Stein würde ich dann. Oh Mann. Stein würde ich dann halt hier in einen von denen hier reinpacken. Ja. Wo ist denn der? Wo haben wir denn hier? Ja, der würde Sinn machen. Ja, weil das ist genau Mitte, das ist eine Scheiße da, wenn ich nicht davon nehme. Ja, du solltest dir aber halt überlegen, wo du Stein reinpackst. Naja, da sollte ich dann auch gleich die Mauern produzieren, das ist schon klar.
Richtig. Frage ist nur, wie viel. Wir können Öl. Ich sehe gerade, wir könnten jetzt Öl fördern. Schön. Für das Öl ist das schön. Ja, aber für uns noch nicht viel davon nutzen. Ne? Ich bin gerade am Plan, sagen wir es mal so, und würde dann gleich anfangen zu. Kannst du Erzförderer bauen? Also erstmal teile ich dir die Info, dass ich noch 25 im Inventar habe. Dann nehme ich die bitte. Sehr. Wusch. Was war das jetzt für eine Forschung? Dual Loader. Wir haben jetzt hier zwei Fließbänder. Ah, okay. Das heißt, du kriegst jetzt da noch ein zwei. Warte mal. Ich könnte mir jetzt, wenn nichts dagegen spricht. Oh, der Wasseranschluss ist geklappt worden dadurch, weil das nach vorne gerückt ist. Ja, und ich habe jetzt hier auch ein kleines Problemchen, weil ich habe jetzt das Teil überbaut. Opa, könnte man zufälligerweise das Eisenfließband auf meiner Ebene ein bisschen verrücken, auf eine andere Position, damit ich das andere Fließband für Kohle benutzen kann? Ja, Opa, kannst du bei mir bitte auch das andere Fließband nehmen, erstmal priorisiert? Hier läuft auch kein Wasser mehr, das ist hier alles kaputt gekappt. Okay, ich muss mich was einfallen lassen. Also du brauchst in beiden was rein. Ja, dass du halt bei mir jetzt erstmal außen Eisen reinpatzt, dass ich das Innere einen nach oben verlegen kann. Ein Kupfer kannst du erstmal, am besten nimmst du als erstes immer die äußeren. Wie mache ich das jetzt am blödesten? Wahrscheinlich so. Was war das? Da werden Förderer zerstört. Ich bin gerade auf dem Weg nach oben. Naja, ich will hoch. Kannst du jetzt auch auf diese kleine Plattform stellen, die wir hoppen damit? Ja, gute Idee. Oh, die deine Türme haben keine Munition. Ich fülle sie mal eben auf. Na, dann werden wir die noch nicht nutzen. Aber, liebe Zuschauer, für diese Folge nicht mehr. Eulyria! Was? Wir haben so ein Spielverderber. Ja, echt. Ich habe schon extra. Ich habe schon extra 3 Minuten lang nichts gesagt. Mach das doch mal. Nochmal für 3 Minuten nichts sagen? Warte, ganz kurz. Wo bist du denn jetzt? Leo, ja, ich hab ein Geschenk für dich. Besten. Ich bin in meinem Keller. Im Keller, dann komm ich schon mal runter. Best Plattform Size. Ach so. Was hast du mir gegeben? Oder was hast du gemacht? Dir was zu nehmen. Was hast du mir gegeben? Bauen ein Inventar. Ich sehe Mauern, Kabel, befeuerte Erzförderer. Die waren's. Ich steige auch demnächst auf modern um. Ich bin nicht mehr so der alte Mann vom letzten Jahrhundert. Nicht? Nein! Ich muss was mit Wasserrohren einfallen lassen, das ist echt mies. Muss ja irgendwie durchkommen können. Das wird doch mein Ruhetreppenhaus. Ich will hier durch. Okay, das Wasser. Stimmt. Unser Strom geht gleich aus wegen dem Umbau. Ja, unser Strom fällt jeden Moment aus, weil ich hier es noch nicht geschafft habe, alles umzubauen. Dann gib Gas. Bin dabei. Okay, hier. Max, das Problem liegt jetzt leider in deiner Ebene. Hier muss ein Fließband umgebaut werden, sonst kriege ich kein Wasser mehr.
Wir haben am besten unterirdische Fließbänder. Und zwar von dem unteren langen Greifarm zum oberen langen Greifarm. Ja, siehst du mal die Geschwindigkeit an? Ja, ich weiß, aber du siehst dich ja wo ungefähr. Nee, das klappt nicht. Doch, das klappt schon. Warte. Nee, klappt. Ich hab hier eh schon ein Problem. Nein, Eloja, das klappt nicht. Bei mir dann aber nicht. Schau mal, wo der hinlegt. Ich kann das da noch nicht bauen. Moment, ich mach das. Adjustable Inserters, haben wir die mit drin, Opa? Nein. So, das funktioniert doch, hier. Ja, aber das ist eine schriftete Fläche. Mir ist auch jetzt aufgefallen. Ja, aber es wird... Dadurch, dass das ein größer geworden ist. Es wird aber nicht alles Geschriffelte überbaut. Durch die Forschung. Und wir müssen das vorübergehend so machen, sonst musst du ganz umbauen, weil du kannst es nicht ändern, ich brauche Wasser. Ah, das ist ein Rohzettmaus. Kannst du dich von der anderen Seite nehmen? Weil da habe ich Platz. Wenn du mir auf der rechten Seite Platz machst, dann baue ich um. Ja, rechte Seite habe ich Platz, aber jetzt... Nö, das ist ein Fließband im Weg. Wir haben noch 150 Wasser. Ja, dann jetzt, Lyria, ist doch erstmal dazu, dass hier überhaupt wieder Wasser läuft und ich mache hier rechts Platz. Das Problem, Opa, liegt an Max seiner Ebene. Ja, du hast es doch jetzt verbunden. Ja, jetzt da, aber jetzt muss ich auch hier auf der anderen Seite unten verbinden. Ja, da ist doch Platz. Ich habe nicht so viele Rohre verflixt, hat. Ja. Ah, sehr gut, danke. Komm, jetzt muss ich noch. Was ist drin im Rohr? Wieso bin ich jetzt im Keller wieder? Ich hab gedacht, ich wäre rund hochgegangen. Maximilian, wieso hast du denn hier keinen Strom? Muss doch an dem Harvester hier Strom anschließen, ne, wo der hier gelb blinkt, weil woanders kriegst du denn den Strom? Hier liegt das Problem. Das Fließband für die roten Forschungsflaschen ist auch im Weg. Die roten. Ach, oben. Ja. Das muss bedauerlicherweise auch irgendwie umgelegt werden. Max, warte, ich weiß schon wie. Lass mich mal. Oh, warte. Obwohl, warte mal, das würde schon einigermaßen noch gehen, weil das muss jetzt gemacht werden. Wir brauchen Strom. Ja, warte, ich mach. Okay, dann mache ich mich wieder mit den Rohren. Wassermarsch, der Strom dürfte wieder langsam wiederkommen. Ja, er kommt wieder. Die Maschinerie erwacht wieder zum Leben. Hat's geklappt? Max? Ja. Gut. Ja, jetzt kannst du auch das untere gelbe abknippen. Das brauchst du jetzt auch nicht mehr. So viel zum Thema, dass ich versuche, die rechten Rohre anzuschließen. Auf meinem Floor wäre es halt echt einfacher. So, jetzt sollen wir die Kohle drum kümmern. Nur mal zur Info, wir sind in der 28. Minute. Ja, schön. Schön, für die 28. Minute ist das bestimmt schön, dass sie auch mal dabei ist. Ja. 29. freut sich mit Sicherheit auch. So, ein bisschen Kohle behalte ich in der Tasche, weil ich glaube, das kann sie jetzt nützlich erweisen. Boah, Alter. Was wird denn jetzt schon wieder angegriffen? Viecher, lass doch mal unsere Maschinen in Ruhe. Die greifen das Steinfeld an. Wer ist für Stein verantwortlich? Du. Nö. War ich mal. Ja. Bist du immer noch. Das wüsste ich. Moment, zeig mir an, wer das gemacht hat. Ich hab's zwar aufgebaut, weil du es nicht geschissen gesetzt hast. Ja. Natürlich. Immer ich. Ja. Opa hat sich noch nicht mal darum gekümmert, dass die Türme Munition haben. Das war eine Schlamperei. Das geht gar nicht. So, Munition ist auch wieder reingeladen. Das funktioniert schon mal wieder. Aber hier ist alles voll mit Ziegelstein. Muss mal geerntet werden. Ja, das baue ich eh vielleicht nicht mehr auf diesem Planeten, aber spätestens beim nächsten Planeten um. Ja. Damit ich da Militärflaschen machen kann. Wenn das jetzt hier einigermaßen funktioniert, dann...
Gut, ich kümmere mich dann ein bisschen um die Verteidigungsanlage hier um das Steinfeld. Ich meine, das war ja früher schon mal meine Verantwortung, kann ich mich jetzt auch wieder mit drum kümmern. Weil Energieversorgung läuft ja jetzt autark. So. Ihr könnt mich kreuzweise, ihr Mistviecher. So. Würdet ihr bitte, wenn ihr die Kisten auch umbaut, die auch wieder begrenzen? Welche Kiste ist nicht begrenzt? Die Forschungsflaschen, beide Kisten. Das habe ich nicht gemacht, das ist Max sein Milieu. Ich habe die Flaschen nicht die Kisten nicht umgebaut, nur das Fließband. Ich auch nicht. Nur das Fließband haben wir umgebaut, Opa. Eben, also bei mir genau das gleiche, ich habe die Kiste nicht angerührt. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Da schließe ich mich an, liebe Zuschauer. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.